Hallo, ich bin's wieder, euer Master Jam. Und Master Jams Bruder Andi. Wir haben uns heute entschlossen, Hüte aufzusetzen. Und die Farbe im Hintergrund zu ändern, damit das nicht so aussieht, als ob wir am selben Tag die Videos drehen. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich möchte, dass jemand meinen Arbeitstag so kommentiert wie ein WM-Spiel. Oh, ganz mutige Aktion jetzt mit dem Locher. Und da kommen die neuen Akten, da geht die Ausgangspost raus. Decken, nein, nicht die Stecken. Ich war zum ersten Mal fischen. Dabei habe ich herausgefunden, dass Fische Breakdance können, aber nur für circa 1 bis 2 Minuten. Was erhält man, wenn man einen Rottweiler und einen Jaguar kreuzt? Ärger mit dem Postboten. Wie sehen Sie lesbische Paare? 4K Ultra HD. Meine Frau hat mich beschuldigt, ein Transvestit zu sein. Also habe ich ihre Sachen gepackt und bin gegangen. Ich wollte gerade noch einen Witz erzählen, aber jemand Stalingrad. Wer macht denn sowas? Also es gibt Leute, die haben immer was zu bemängeln. Wir müssen die Vergangenheit jetzt auch mal Hitler uns lassen. Ja, ich finde das auch total unverschämt. Mein Nachbar hat mich nur die dreckige Nazi genannt. Dabei wasche ich meine SS-Uniform jeden Tag. Was ist hellbraun süß und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Welche Vögel können nicht hören? Die Tauben. Du, Schatzi, weshalb hast du das Kinderbett so hochgebaut? So können wir besser hören, wenn das Kindchen aus dem Bettchen fällt. Warum pumpt meine Waschmaschine nicht mehr ab? Und Moment mal, wo ist eigentlich mein Hamster? An die Frau, die immer nachts so laut an meine Tür klopft. Tut mir leid, ich lasse dich nicht raus. Mama, alle sagen, ich bin ein scheußliches Monster. Nein, mein Kleiner. Schließ deine 3 Augen und schlaf jetzt bitte ein. Großer Hunger, Maurer verputzt ganzes Haus. Im Kleinanzeiger. Biete Fallschirm, noch nie geöffnet. Ein paar rote Flecken. Ein Glas Nutella hat ca. 9870 Kalorien. Das ist mir aber recht egal, das Glas esse ich eh nicht mit. Wie nennt man einen Polen ohne Arme? Vertrauensperson. Wie nennt man einen Polen mit nur einem Arm? Einarmiger Bandit. Oh. Schatz, du bist einfach Bombe. Hierzulande ein Kompliment. Im Nahen Osten ein Streitgespräch. Vielleicht war Hitler gar nicht so ein schlechter Kerl. Letztendlich hat er ja den Hitler getötet. Ich finde, man sollte von Hitlers Mörder eine Statue aufstehen. Hitlers Killer ist my hero. In der Apotheke. Eine Schachtel Kondome, bitte. Gerne, das macht dann 3,99. Möchten Sie auch eine Papiertüte? Nein, sie ist eigentlich ganz hübsch. Was sagt die Lawine? Ich hab dich gleich. Wie viele Tote gab es beim letzten Bahnunglück? 67 und ein paar zerquetschte. Man sagt ja bei der Deutschen Bahn, ne? Haben sich Leute auf die Gleise gelegt und aufgrund der Verspätung sind die eher an einem natürlichen Tod gestorben. Irgendwie nach einem alten Video von mir gesucht auf YouTube. Ich wusste nicht mehr, wie es heißt. Ja. Und bin über was anderes gestolpert. Ein Lokführer hat meine Deutschen Bahnvideos analysiert. Nein. Alter, und er analysiert meine Videos von 2012. Okay. Sind halt ein bisschen cringe, muss ich zugeben. Die Gags waren alle so ein bisschen nah. Ja. War so laut und schnell und bla. Ja. Ich erzähle halt so meine Top 3 Geschichten, wo ich mal irgendwie 9 Stunden von Hamburg gebraucht habe oder wo ich nicht mit Zug gelassen wurde oder so. Die Hälfte davon stellt er da und sagt, das ist eine Lüge, das kann gar nicht sein. Die andere Hälfte beschönigt er. Da sagt er, ja, hier ist er doch noch 3 Stunden später angekommen. Dafür bedankt er sich aber nicht bei der Deutschen Bahn, dass er angekommen ist. Und er beleidigt mich 9 Minuten lang komplett. Immer wenn er mich erwähnt, beleidigt er mich. Okay. Heute habe ich im wahrsten Sinne des Wortes den Kackvogel des Tages gefunden. Und zwar den YouTuber Master Jam. Ein kleiner ADHS-Junkie mit Periodensträhnen auf den Kopf. Schreibt am Ende des Videos, ich möchte aber, schreibt mir gerne einen Kommentar, aber bitte sachlich bleiben. Ja, also siehst du, dass er ein Hobbytyp ist. Ja, ja. Schönen Gruß an den Eisenbahner. Also der heißt der Eisenbahner. Der Eisenbahner? Ja. Wenn man ein Reh anfährt und es sich halbiert, ist es dann halb so wild? Was ist eine Frau in Salzsäure? Ein gelöstes Problem. Ah, die Heisenberg-Art. Was ist eng und knackt beim Sex? Das Becken einer Dreijährigen. Ficken? Das fragst du mich einfach so? Sexueller Kontakt sollte ein magischer Moment sein. Abracadabra, ficken? Welches Tier hat 5 Beine? Ein Pitbull, der gerade vom Spielplatz zurückkommt. Ich hasse es, wenn man bei jemandem zu Besuch ist und die dann blöde Fragen stellen, wie zum Beispiel, wer sind sie oder ist das eine Pistole? Was spielen die Kinder im Kriegsgebiet? Wer suchet, der findet. Und wer drauftritt, der verschwindet. Mein Freund ist so hässlich, ich kippe mir immer die K.O. drauf ins eigene Getränk. Chuck Norris schlägt immer nur einmal zu. Der zweite Schlag wäre Leichenschändung. 3 Leichen sitzen auf einer Mauer. Fällt die eine herunter, sind die anderen auch tot. Berühmte letzte Worte des Beifahrers. Rechts ist frei. Oh, ich weiß noch die letzten Worte meines Fahrlehrers. Es ist rot, du Hurensohn! Was sind 90 Nazis in einer Ecke? Ein rechter Winkel. Mein Freund ist Archäologe. Ich habe ihm einen gebrauchten Tampon gezeigt. Er wollte mir nicht sagen, aus welcher Periode es stammt. Kurt hat keine Arme und keine Beine. Klopf, klopf. Wer ist dort? Bestimmt nicht Kurt. Warum haben einige Trabis eine heizbare Heckscheibe? Damit man beim Schieben warme Hände hat. Lehrer, nenne mir ein bahnbrechendes Ereignis. Fritzchen, letztens hat ein stockbetrunkener Fahrgast in die Bahn gekotzt. Wie heißt der Orgasmus auf Sächsisch? Fertig. Fertig. Oh, man darf hier keine Sachsenwitze machen, das hat ja schon mal jemand beleidigt. Stimmt, ja.
Ein Typ kommt mit sehr fettigen Haaren zum Friseur. Fragt der Friseur: Was darf sein? Haarschnitt oder Ölwechsel? Was kann schwimmen und fängt mit Z an? Zwei N. Was ist die Mehrzahl von Frau? Putzkolonne. Woran erkennt man, dass ein Mann lügt? Er atmet. Was erhält man, wenn man einen Klempner mit einer Prostituierten kreuzt? Ein Handwerker, der wenigstens vorgibt zu kommen. Manche Autofahrer sind so langsam unterwegs, dass sie nicht geblitzt werden, sondern gemalt. Immer mehr Rentner verschwinden spurlos im Internet. Sie haben auf Alt und Entfernen gedrückt. Ehepaar beim Essen. Er. Was ist das eigentlich neben dem Steak? Sie. Couscous. Er. Ja, Kuss zurück. Aber was ist das hier denn jetzt? Wie nennt man einen Mann mit einem IQ über 180? Ein Dorf. Das Mädchen. Da fehlt ein Das Martchen. Das Martchen hat so... Das Mädchen hat so geweint, also habe ich sie gefragt, wo ihre Eltern sind. Dann hat sie noch mehr geweint. Hans, 56, treibt seine Späße mit Neuzugängen im Waisenhaus. Warum sind Frauen so kostbar? Sie kosten Geld und Nerven. Du, warst du auf der Beerdigung von Alexander? Ja, sehr beliebt war er wohl nicht. Ich war der Einzige, der geklatscht hat. Seht ihr mal, die Folgen werden jetzt länger, ne? Und das funktioniert auch nur, weil die gute Lea für mich die Witze vorproduziert und ich somit ziemlich viel Arbeit abgenommen bekomme. Diese Dame muss allerdings auch bezahlt werden. Deswegen könnt ihr uns unterstützen auf patreon.com/masterjam mit 1 Euro oder mehr im Monat. Ja, wenn jeder Abonnent 1 Euro spendet, ne, dann habe ich 8000 Euro im Monat für lustige Witze. Da bringe ich aber jeden Tag so eine Folge raus. Daumen hoch und Like und abonnieren und wir sehen uns vielleicht nächste Woche. Komm, abonnier! Komm, abonnier! Komm, abonnier! Komm, abonnier!